wir seien nicht. Die Graufreuds führen ihre Geschichte zurück bis ins Zeitalter der Helden, zum Grauen König. Dieser beherrschte der Legende nach die Eiseninseln und das Meer. Zudem soll er eine Meerjungfrau als Gattin gehabt haben. Durch die Eroberungskriege von Aegon Targaryen, dem ersten seines Namens, wurden die Graufreuds zu den Lords von den Eiseninseln. Nachdem Aegon den mächtigen Harren Hofrath besiegt hatte, ließ er die Eisenmänner zu ihrer alten Tradition des Königsthing, einer Zeremonie, die von den Bewohnern der Eiseninseln abgehalten wurde, um den König zu bestimmen, zurückkehren. So wurde Viconn Graufreud und seine Familie zur königlichen Familie ernannt und regierten seitdem über die Eiseninseln, von ihrer Festung auf Pike aus. Aegon bestimmte weiterhin, dass die Eisenmänner die Herrschaft über die Flusslande abgeben müssen. Hier wurde das Haus Tully als neue Herrschaftsfamilie eingestellt. Diese Zurückstufung auf ihr eigenes, eher trostloses Heimatland und der eiserne Willen des neuen Königsfriedens führte dazu, dass sich die Graufreuds aus der Politik der Hohen Häuser weitestgehend heraushielten. In manchen Zeiten versuchten sie, wieder an ihre alte Tradition anzuknüpfen, beispielsweise unter Lord Dagon Graufreud, der mit seinen Eisenmännern Klein Dosk belagerte. Allerdings wurde er an Land von Lord Baron Stark und auf See von den Streitkräften von Haus Lannister zurückgedrängt. Während Roberts Rebellion verhielt sich Haus Graufreud neutral. 6 Jahre nachdem Robert sich dann zum neuen König erhoben hatte, versuchte Lord Balon Graufreud eine eigene Rebellion gegen den Eisernen Thron, die sogenannte Graufreud-Rebellion, 289 Jahre nach Aegons Eroberung. Er wurde besiegt, seine Flotte vernichtet und seine beiden ältesten Söhne, Roderick und Maron, starben in den Schlachten. Sein dritter Sohn Theon Graufreud wurde als Geisel und Mündel nach Winterfell in die Obhut von Lord Eddard Stark geschickt. Seit dieser misslungenen Rebellion verhalten sich die Graufreuds noch isolierter als zuvor. Lord Balon erzog sein einziges verbliebenes Kind Asha Graufreud wie einen Erben. Seinen Bruder Euron schickte er in die Verbannung, nachdem dieser das Salzweib seines Bruders Victarion vergewaltigte. Dieser wurde gezwungen, seine Frau zu töten, um seine Ehre zu retten. Seitdem segelt und plündert Euron auf den Meeren um Essos. Und der vierte Bruder Aegon Graufreud, genannt Feuchthaar, wandelte seinen Charakter, als er während Roberts Rebellion in einer Seeschlacht von Bord gespült wurde und beinahe ertrank. Er ist nun ein Priester des ertrunkenen Gottes. Und was dann geschah, einschließlich Theons Erwachsenwerden bei den Starks, sehen wir in der Serie. Wenn ihr hier jetzt noch links klickt, gibt's die Vorgeschichte einiger anderer Häuser. Und rechts erkläre ich euch, warum die Lannisters eigentlich so reich sind. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Valar Morghulis.